Wir haben in einem früheren Video schon gesehen, wie und wieso aus Elementen Ionen werden. Um die Edelgaskonfiguration zu erreichen, geben die Elemente der ersten bis dritten Hauptgruppe Elektronen ab und bilden positiv geladene Ionen, die sogenannten Kationen. Die Elemente der fünften bis siebten Hauptgruppe nehmen dagegen lieber Elektronen auf. Sie werden zu negativ geladenen Ionen und das nennt man Anionen. Nehmen wir ein Beispiel aus den Videos. Zwei Lithiumatome reagieren mit einem Fluor-2-Molekül zu 2 Lithium-Plus und 2 Fluor-Minus. Aber was passiert nun mit diesen Ionen? Nun, wir wissen ja bereits, dass sich positive und negative Ladungen gegenseitig anziehen. Und das passiert auch hier. Die Kationen ziehen die Anionen an und umgekehrt. Es bildet sich ein Gitter aus abwechselnd positiv und negativ geladenen Ionen. Wisst ihr schon, wie man diese Verbindungen nennt? Das sind die Salze. Salze sind also Verbindungen, die aus Kationen und Anionen bestehen, die durch elektrostatische Anziehung zusammenhalten. Wie gibt man nun ein Salz in der Formelschreibweise an? Dafür sucht man nach der kleinstmöglichen Einheit, in der sich die Zahl der positiven und der negativen Ladungen ausgleicht. Und dazu jetzt ein paar Beispiele. Unser Lithiumkation trägt eine positive Ladung. Und deswegen braucht man genau ein Fluoranion mit seiner einfach negativen Ladung, um das nach außen hin elektrisch neutrale Lithiumfluorid LiF zu bilden. Da wir bei der Redoxreaktion von Lithium mit Fluor 2 Li+ und 2 F- erhalten, bilden sich also zwei Einheiten LiF. Immer dann, wenn wir keine Zahl dazu schreiben, meinen wir die Zahl 1. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir das Metall austauschen. Jetzt reagiert das Fluor mit dem Beryllium. Beryllium gibt als Element der zweiten Hauptgruppe 2 Elektronen ab und bildet das Kation Be2+. Um die beiden positiven Ladungen auszugleichen, brauchen wir nun also beide F-Anionen. Die Formelschreibweise ist in diesem Fall also BeF2. Statt Fluor nehmen wir nun Stickstoff. Stickstoff steht in der fünften Hauptgruppe des Periodensystems, nimmt daher 3 Elektronen auf, um die Edelgaskonfiguration zu erreichen. Wir haben es nun also mit Be2+ und N3- zu tun. Was nun? Wir müssen einfach das kleinste gemeinsame Vielfache suchen. Und das ist bei den Zahlen 2 und 3 ganz einfach die 6. Wir brauchen also 3 Beryllium-2-Plus-Ionen und das sind dann 6 positive Ladungen. Und 2 Stickstoff-3-Ionen, die zusammen 6 negative Ladungen ergeben. Damit sind die positiven und negativen Ladungen wieder ausgeglichen und wir erhalten die Formel Be3N2. Verwenden wir statt Beryllium nun Bor. Bor als Element der dritten Hauptgruppe bildet das Kation Bor3+. Damit stimmen die positiven und negativen Ladungen wieder überein. Es bildet sich also Bornitrid Bn. Jetzt zeige ich euch noch einen kleinen Trick. Die Anzahl der Ionen in einer Formeleinheit bekommt man heraus, wenn man die Zahl der Ladungen über Kreuz heranzieht. Das zeige ich euch noch an ein paar Beispielen. So, das war's dann erstmal zu den Salzbildungsreaktionen aus den Elementen. Es gibt noch viele weitere Reaktionen, in denen Salze gebildet werden können, aber die erkläre ich euch in einem anderen Video. Bis dann, tschüss!